Krieg, Zerstörung, Vertreibung, Tod. So war es vor 2000 Jahren im Heiligen Land und ist es heute dort und an vielen Orten wieder. Wir erfahren von großem Leid und können nur wenig tun. Wir feiern das Geburtsfest Jesu. Beides sind Themen, die im Moment viele Menschen bewegen. Beides ist auch widersprüchlich. Wir in unseren Gemeinden des Pastoralverbundes Delbrück-Hövelhof fühlen uns dabei oft ohnmächtig und können nur wenig tun. Viele Menschen vermissen Hoffnungszeichen. Wie geht es Ihnen mit dieser Situation? Ich möchte Ihnen von so einem Hoffnungszeichen erzählen. Hirten, Menschen damals mit den Sorgen ihrer Zeit. Menschen wie du und ich heute, mit den Sorgen unserer Zeit. Die gleichen Fragen, die gleichen Sorgen. Und dann in der Dunkelheit, nachts draußen auf dem Feld, ein Licht. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Alte Worte, eine tote Traditionsgeschichte oder echte Hoffnungsbringer? Was bedeuten Ihnen und euch diese Zeilen? Meine Erfahrung ist die folgende. Diese Worte bringen Hoffnung in diese Welt, damals wie heute. Wie ist das möglich? Was glauben Sie? Gibt es Engel? Was meinen Sie? Schickt Gott auch heute noch Hoffnungsboten in die Welt? Wo können wir das trotz Krieg, Gewalt und Terror erleben? Strahlt das Licht der Engel bis heute auf uns herab? Ich sage ja. Auch heute noch gibt es Menschen, die bereit sind, Boten Gottes zu sein, die sich für den Frieden einsetzen, auch in schwierigen Zeiten, Weihnachten im Schuhkarton oder auch die Tafeln, wo viele Menschen bereit sind, sich zu engagieren, mit anderen zu teilen, die Friedensgebete, all die Anlässe, wo Menschen die Not mittragen, die ihnen begegnet. Dressed like an angel in white on a wing. Can you be like a drone, straight from a song that I've known all along? Can you take the time? Das Licht dieser Engel von heute strahlt und wirkt. Sie schaffen Frieden und jeder einzelne von ihnen kann ein Leuchtfeuer der Hoffnung für unsere Herzen sein. Vielleicht kennen Sie so einen Menschen aus Ihrer Umgebung. Vielleicht können auch Sie selbst so ein Mensch sein. Ein Bote der Hoffnung. Ein Bote Gottes. Nur Mut. Es gibt sie, die Engel des Alltags. Sie sind kein Zufall. Gott schickt sie uns. Die Botschaft der Engel erstrahlt damals wie heute in unser Leben hinein. Der Engel, der über Bethlehem gesprochen hat, spricht auch zu uns. Gott vergisst die Menschen nicht. In Jesus Christus kommt er in die Welt, um zu heilen, zu trösten und zu retten. Er lebt durch Barmherzigkeit und Vergebung den Weg zum Frieden vor. So kann der Kreislauf von Gewalt und Streit durchbrochen werden, im großen Weltgeschehen und im privaten Leben.
Wir vom Pastoralteam Delbrück-Hövelhof wünschen Ihnen und Euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2024. Mögen Engel Sie begleiten.